Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 119 Größenwahn, zweiter Teil. Es war nicht nur eine Eule, die sich durch Schneeböen den Weg nach Hogwarts erkämpfte, denn kurz vorm Frühstück kamen die Posteulen durchs Dach geflogen. Montags brachten sie immer mehr Post als an den restlichen Wochentagen. Am heutigen Morgen war Harry mit dem Hund draußen gewesen, weswegen Hermine Severus erst am Lehrertisch traf. Kaum einer nahm es wegen der vielen Eulen wahr, doch zumindest Harry war Severus untypisches Verhalten aufgefallen. Bei Hermines Erscheinen hatte sich sein Kollege von seinem Platz erhoben, um seiner Schülerin den Stuhl vom Tisch zu ziehen. Gesellschaftliche Umgangsformen waren an sich nicht Severus' Stärke. Hermine stutzte, nahm jedoch mit einem knappen Dankeschön Platz. Eine Eule landete direkt vor Hermine, sodass sie gleich den Brief entnahm und der Eule ein wenig Toastbrot gab. Severus beäugte den Umschlag unauffällig aus den Augenwinkeln, konnte jedoch zu wenig erkennen. Es war auch Harry nicht entgangen, dass seine Freundin einen Brief erhalten hatte, weswegen er ungeniert fragte: Von wem ist der? Sie blickte auf den Umschlag und antwortete lächelnd: Von Victor. Severus äußerte sich nicht dazu und schenkte Hermine ungefragt etwas Tee ein, was sie ihm einzig mit einem Kopfnicken dankte. Was schreibt er? Wollte Harry wissen. Dazu muss ich den Brief erst einmal lesen, Harry, sagte sie schelmisch. Nachdem Hermine den Brief gelesen hatte, sagte sie Severus ignorierend zu Harry. Er ist wieder Vater geworden, schreibt er. Diesmal Zwillinge. Zwillinge? Wiederholte Harry erstaunt. Wie viele hat er denn jetzt? Mit den beiden Neuen jetzt 6. Antwortete sie schmunzelnd. Endlich meldete sich Severus zu Wort, denn er sagte amüsiert: Ich hätte nicht gedacht, dass ein Profispieler die Zeit für so eine große Familie aufbringen könnte. Harry blickte seinen Kollegen an und fragte verwundert: Haben Sie davon gar nichts in den Zeitungen gelesen, als Sie, unterwegs waren? Er wollte nicht das Wort Flucht in den Mund nehmen. Doch Severus verstand, auf welchen Abschnitt seines Lebens angespielt worden war. Nein, was gibt es da Besonderes zu wissen? Wieder war es Harry, der erklärte. Voldemort dachte, er hätte in Durmstrang leichtes Spiel, weil die dort auch schwarze Magie auf dem Lehrplan stehen hatten. Aber als ein paar Todesser die Schule aufgesucht hatten, um die Schüler für ihre Sache zu begeistern, da kam es zu Auseinandersetzungen. Die Schulleiterin ist getötet worden und da sind die Schüler zusammen gegen die 6 Männer angetreten. Keiner der Todesser hat das Gebäude lebendig verlassen. Kaum ein Schüler ist verletzt worden, weil sie sich mit schwarzer Magie verteidigt hatten. Aber Victor hat es böse erwischt. Er hat gerade den letzten Eindringling auf dem Dach überwältigt. Da wird er noch von einem Fluch des sterbenden Todessers getroffen und fällt 4 Stockwerke nach unten auf den Boden. Seine Hüfte ist seitdem im Eimer und er kann sich nicht mehr auf dem Besen halten. Und welcher Beschäftigung geht Mr. Crumb jetzt nach? Wollte Severus wissen. Mit einem Schalk im Nacken, antwortete Harry. Na, das hat Hermine doch eben vorgelesen. Harry, sagte Hermine vorwurfsvoll. An Severus gerichtet, erklärte sie. Devlin Whitehorn ist vor einigen Jahren an Victor herangetreten und seitdem arbeitet er als Berater für die Firma Nimbus Rennbesen, was nicht gerade schlecht bezahlt wird. Dass Harry seine Finger damit im Spiel hatte, muss Victor nicht wissen. Severus grinste hämisch.
und fragte seinen Kollegen spottend. Seit wann frönen Sie so einer manipulativen Beschäftigung? Naja, ich hatte ja den besten Lehrer in dieser Angelegenheit, antwortete Harry und blickte demonstrativ zu Albus hinüber. Hermine und Severus folgten seinem Blick. Albus bemerkte die drei Augenpaare auf sich, wandte sich ihnen mit einem strahlenden Lächeln zu und winkte fröhlich, bevor er sich wieder einem Gespräch mit Minerva widmete. »Verstehe«, murmelte Severus. »Aber lassen Sie sich's gesagt sein, dass ich sehr unangenehm werden kann, sollten Sie Ihre Spielchen mit mir...« »Um Himmels Willen, nein! Da hätte ich viel zu viel Hemmungen, Severus«, versicherte Harry. Weil Severus die Stirn runzelte, erklärte Harry, »wenn Sie erst einmal in die Luft gehen...« »Nein, danke, ich weiß, wie Sie sein können. Mit Ihnen möchte ich wirklich nicht aneinander geraten, wie es anderen schon passiert ist.« Seinen Tischnachbarn anblickend, sprach Severus das Einzige an, was er mit Harrys Aussage in Verbindung brachte, denn er versicherte. »Das mit Lupin lag nicht in meiner Absicht. Ich habe mir lediglich einen Kommentar erlaubt. Für Lupins Handeln bin ich nicht verantwortlich.« Diesmal runzelte Harry die Stirn, und weil Severus keine Erklärung gab, sagte Hermine, die alles gehört hatte, mit wütend zischender Stimme. »Remus hat sich von Tonks getrennt, weil Severus ihm suggeriert hat, er könnte ihrem Kinderwunsch nicht entsprechen.« Harry fielen fast die Augen aus dem Kopf, bevor er Severus fragte, »Ist das wahr?« Severus setzte geradezu eine Antwort an, da wurde er von Harry unterbrochen, der Hermine nochmals fragte, »Ist das wahr?« »Ja, leider. Hat Remus mir gestern erzählt«, antwortete sie traurig. Man konnte spüren, wie sich direkt über Harry eine dicke Wolke aus Zorn bildete, die nun schwer auf der Stimmung am Lehrertisch lag. Die Wut über seinen Kollegen kochte fast über. Severus wusste nicht, wie er mit Harry umgehen sollte, der zwar nichts mehr sagte, ihn jedoch mit eng zusammengekniffenen Augen anblickte, als wollte er ihm an die Gurgel gehen. Harry wandte sich wenige Minuten später von Severus ab und versuchte, sich seinem Frühstück zu widmen, doch er spielte nur mit dem Omelett, bevor er die Gabel auf den Teller legte und merklich verstimmt den Lehrertisch verließ, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Die schlechte Laune ihres Freundes hatte Hermine registriert, aber sie blickte Harry nicht hinterher. Severus hingegen drehte den Kopf und sah Harry gerade noch durch die Tür verschwinden. Um die eigentlich sehr unangenehme Situation als Lappalie darzustellen, sagte er gleichgültig klingend, »Es kann mir egal sein, was andere von mir denken.« Jetzt legte Hermine ihre Gabel auf den Tisch und fragte zickig, »Ist es Ihnen egal?« Severus antwortete nicht, sodass auch sie das gemeinsame Frühstück ebenfalls verfrüht verließ. Bevor sie gehen konnte, sagte er, »Ich werde Ihnen nachher in der großen Pause ein Buch bringen, welches Sie lesen sollten. Ich werde Sie doch antreffen.« »Ja, sicher. Aber Sie müssen sich schon die Mühe machen, in den vierten Stock zu gehen, denn ich wohne seit gestern Abend im Westflügel. Sie wissen schon, die freistehenden Räumlichkeiten in der Nähe der Bibliothek.« Mit diesen Worten verließ sie einen vor den Kopf gestoßenen Severus, der die Welt nicht mehr zu verstehen schien. Im vierten Stock angelangt, betrachtete Hermine das erste Mal bei Tageslicht ihre neuen Räume, die sie bisher nur ganz kurz gestern Abend und heute Morgen vor dem Frühstück beäugt hatte. Ihrem Bonsai-Bäumchen hatte sie einen Platz auf einem Tisch in der Nähe des Fensters gegeben, sodass dieser regelmäßig Sonne abbekommen würde. Ihr Kniesel wetzte gerade die Krallen seiner Vorderpfoten an einem Kratzbaum, den sie der Höhe wegen nicht in den Kerkern hatte aufstellen können. Sie ging zum Fenster hinüber und atmete erleichtert ein und aus. Von hier oben hatte sie
weil ihre Räume über Eck gingen, einen wunderschönen Ausblick auf den südlich gelegenen großen See. Einen Moment lang stand Hermine an der gläsernen Tür und schaute den Schneeflocken dabei zu, wie sie sich auf dem Balkon niederließen, bevor sie den Rest des Buches las, welches Severus nachher bestimmt abholen würde. Nach der Unterrichtsstunde, aber noch vor dem Mittagessen, suchte Severus den vierten Stock auf. Er war sich nicht ganz sicher, welche Räume Hermine nun bewohnen würde, und noch weniger wusste er mit Sicherheit, warum sie von gestern auf heute umgezogen war. Er betrat einen hellen Gang, den Schüler so gut wie nie aufsuchten, und klopfte in der Hoffnung, die richtige erwischt zu haben, zaghaft an eine Tür. Seine Schülerin öffnete und bat ihn herein. Ihre Herzlichkeit ihm gegenüber hatten sie noch immer nicht wiedergefunden, doch er mied es, sie darauf anzusprechen, weil es für ihn sicherlich ein unerfreuliches Gespräch werden würde. Er hatte Lupin mit Absicht einen Stich versetzt, doch er hatte nicht daran gedacht, dass er damit auch anderen zusetzen würde. Für Lupins Handeln, dachte Severus, war er wirklich nicht verantwortlich. Wer hätte schon geahnt, welche Konsequenzen Lupin aus einer bloßen Boshaftigkeit ziehen würde? »Wo ist das Buch?«, fragte Hermine, denn sie konnte keines sehen. Aus seinem Umhang fischte er eine dunkelblaue Lederschwarte per Levitation hervor, bevor er sagte, »Holen Sie das Buch über die Handhabung der schwarzmagischen Bücher.« Mit einem Aufrufezauber holte Hermine das Buch herbei. Severus legte das braune Buch auf den Tisch und empfahl, »Schlagen Sie bei dem Titel nach und lesen Sie, was Sie tun müssen, damit das Buch seine Gefährlichkeit verliert.« Der Titel des Buches, welches Severus mitgebracht hatte, lautete schlichtweg »Geistreiches«. Hermine blätterte in dem anderen Buch und fand den Titel, bevor sie laut vorlas. »Ein einfacher über das Buch gelegter Protego reicht aus, um es gefahrlos öffnen zu können.« Sie schaute Severus an und bemerkte, »Scheint ein eher harmloses Buch zu sein, oder?« »Wie man es nimmt«, antwortete er knapp, während er langsam seinen Kopf drehte, um ihre neuen Räume zu betrachten. Er blickte sie an und fragte mit gefühlskalter Stimme, »Warum der schnelle Umzug?« Sie zog eine Augenbraue in die Höhe und erklärte aufrichtig, »Harry hatte damals schon gesagt, dass ich es nicht lange in den Kerkern aushalten würde, und er hatte recht. Es bekommt mir einfach nicht. Harry und Albus haben gesagt, ich wäre blass.« Severus äußerte sich nicht, sondern wartete geduldig, bis sie noch anfügte, »Ich verstehe nicht, wie Sie die ganze Zeit da unten. Ich meine, so ganz ohne Sonnenlicht.« »Es hat mich nie gestört«, konterte er kühl. »Es könnte Ihnen aber gut tun«, sagte sie leise. »Das bezweifle ich«, widersprach er. »Zumindest würden Sie einen gesünderen Eindruck machen«, sagte sie genervt. Er kniff die Augen zusammen und fragte bedrohlich leise, »Wie soll ich das jetzt verstehen?« Sie beschwichtigte ihn mit einer Geste ihrer Hand, bevor sie sagte, »Vitamin D meine ich damit.« Durch die Zähne zischend antwortete er, »Ich kann Sonnenlicht in Reagenzgläsern herstellen, also ersparen Sie mir Ihre Belehrungen.« »Ja, natürlich«, sagte sie enttäuscht klingend. »Lieber alles komplizierter machen als...« »Wir sehen uns später«, waren seine letzten Worte, bevor er das Zimmer verließ. Hermine seufzte. Sie hatte es nur gut gemeint, doch Severus war jetzt wieder sauer auf sie. Dabei war sie es, die allen Grund dazu hatte, wütend auf ihn zu sein. Er war ja nicht derjenige gewesen, der gestern noch über den Kamin einer völlig aufgelösten Tonks hatte Trost spenden müssen. Heute früh hatte Hermine eine Eule an Molly geschickt, die jetzt mit einem ungenutzten Haus von Verwandten ganz in der Nähe von Hogsmeade wohnte, weil der Fuchsbau noch immer wegen potenzieller Anschläge verwaist war. Vielleicht könnte Molly mit Remus reden und ihn wieder zur Vernunft bringen.
Einmal hatte sie es ja schon geschafft. Das Buch Geistreiches versprach allein aufgrund des Titels gar nichts. Doch Hermine musste die Aufgabe erledigen, die Severus ihr aufgetragen hatte. Also sprach sie einen Protego, bevor sie das Buch öffnete. Das Inhaltsverzeichnis ließ teils gute, teils schwarzmagische Tränke vermuten. Tränke, die den Geist noch kräftiger stärken würden als ein Gripsschärfungstrank. Tinkturen, die auf das sensorische Sprachzentrum einwirken sollten und das Lernen von Fremdsprachen wesentlich erleichtern würden. Essenzen, die den Temporallappen stimulieren konnten, damit man komplexe, nicht räumliche, auditorische und visuelle Reize besser verarbeiten können würde. Der Titel des Buches bekam langsam einen Sinn, dachte Hermine, bevor sie die Inhalte der nächsten Kapitel überflog. Sie schmunzelte, denn nicht nur Tränke, die das Gehirn und seine Fähigkeiten betrafen, waren in diesem Buch behandelt. Da gab es neben einem Zaubertrank, der einem ermöglichen würde, Träume jede Nacht bewusst erleben zu können, auch einen Trank, der bestimmte Gefühle bewahren konnte. Ab Kapitel 10 würde sie darüber lesen. Doch sie begann natürlich von Anfang an. Hermine verließ das Inhaltsverzeichnis und machte sich daran, das erste Kapitel zu lesen. Zur gleichen Zeit in Aberdeen stand Hopkins an seinem knisternden Kamin und fuhr sich durch die roten Haare, bevor er sich über den nicht sehr langen Vollbart strich. Er drehte sich um und betrachtete seinen engsten Verbündeten, Alejandro Abello, Pablos Vater. Neben Alejandro saßen zwei Herren in schwarzen Anzügen mit dunkelblauer Krawatte an einem großen Tisch aus Kirschbaumholz, denen man an ihren selbstgefälligen Gesichtsausdruck ansehen konnte, wie teuer ein Gespräch mit ihnen war. Durch vor Wut verzerrte Lippen keifte Hopkins zu den beiden Anzugträgern. Unternehmen Sie etwas dagegen! Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Das ist die zweite Steuerprüfung in nur 1,5 Jahren! Das ist reine Schikane! Einer der Herren, der ältere von den beiden Rechtsanwälten, beruhigte Hopkins und erklärte: Sie haben ja nichts zu befürchten, Mr. Hopkins. Bei der letzten Steuerprüfung hatte das Finanzamt Ihnen auch nichts vorwürfen können. Ich weiß, schrie Hopkins aufgebracht, dass meine Bücher in Ordnung sind. Es geht mir darum, dass ich diesen Ärger nicht mehr haben will, verdammt! Man kann nicht von der Hand weisen, sagte der Jüngere, dass das Finanzamt ein Auge auf Sie geworfen hat. Allerdings wohl eher aus Gründen, die in Wirklichkeit nichts mit Ihren Finanzen zu tun haben. Mr. Hopkins kniff die Augen zusammen und fragte: Auf was spielen Sie damit an? Der ältere Rechtsanwalt erklärte gelassen: Ihre anderen Aktivitäten sind der Regierung ein Dorn im Auge, Mr. Hopkins. Möglicherweise haben wir es nicht mit der Denunziation eines Dritten zu tun, sondern mit von der Regierung selbst in Auftrag gegebenen Steuerprüfungen. Meine anderen Aktivitäten? Wiederholte Hopkins bedrohlich. Ihr kleiner Verein, wir haben zwar alle bisherigen Klagen weit abschmettern können, aber vielleicht sollten Sie... Den älteren Anwalt unterbrechend befahl Hopkins: Hinaus! Kümmern Sie sich um die Steuerprüfung und wagen Sie es nicht noch einmal, andere Belange anzusprechen, die Sie überhaupt nichts angehen. Von ihrem Klienten nicht im geringsten eingeschüchtert, erhoben sich die beiden Anwälte, verabschiedeten sich und verließen den Raum. Alejandro hatte den beiden nachgeschaut, bis sie die Tür von außen geschlossen hatten. Hopkins hatte sich derweil dem Tisch genähert und schaute sich nacheinander verschiedenste Briefe an, wie den vom Finanzamt. Das erneut eine Offenlegung seiner Gelder und Besitztümer verlangte. Auch ein Schreiben vom Gericht war darunter,
welches ihm nach mehreren Abmahnungen nun per Entscheid verbot, für seinen Verein zu werben. Der Versuch, mit Flugblättern auf eine seiner Meinung nach drohende Gefahr aufmerksam machen zu wollen, war sowieso gescheitert, da keiner das Märchen von der verbotenen Zauberergesellschaft geglaubt hatte. Die Internetseite, die nicht mehr als 2000 Klicks seit der Publikation erhalten hatte, musste ebenfalls unzugänglich gemacht werden. Selbst Haustürgespräche waren nicht mehr gestattet. Doch auch damit hatte er niemanden für seine Sache gewinnen können. Hopkins seufzte. Enttäuscht fragte er seinen einzigen Freund. Sieht das denn niemand? Alejandro schaute ihn fragend an, sodass Hopkins deutlicher wurde. Sieht denn niemand die Gefahr, die diese andere Welt mit sich bringt? Alejandro wagte es nicht zu antworten, denn Hopkins war momentan in einer sehr schlechten Stimmung, die ihn schnell gefährlich werden lassen konnte. Will es niemand sehen? Murmelte Hopkins, bevor er aufstand, um sich an einem kleinen Tisch ein Glas Scotch einzuschenken. Für seinen Freund ebenfalls. Endlich fand Alejandro den Mut, sich zu dem Thema zu äußern, denn er sagte beschwichtigend: Wir machen allein weiter. Wir brauchen keine weiteren Anhänger, um erfolgreich gegen die Zaubererwelt vorzugehen. Mit rotem Gesicht zeterte Hopkins. Von über 2000 Anhängern sind nur noch um die 30 übrig! Sie glauben nicht mehr an das, was ich sage! Sie zweifeln! Hopkins raufte sich die Haare, bevor er zugab. Ich würde auch zweifeln, wenn es keine Beweise gäbe. Es reicht Ihnen nicht, wenn ich Ihnen versichere, dass wir wieder einen Zauberer oder eine Hexe gefangen haben. Sie könnten es glauben, wenn wir Ihnen zeigen würden. Was zeigen? Dass diese Menschen zaubern können, sagte Hopkins aufgebracht, bevor er seinen Scotch zur Hälfte leerte. Das können wir nicht tun. Sobald sie ihren Stab in der Hand halten, würden sie uns angreifen. Ich denke nicht, dass einer von unseren Gästen... Alejandro verwendete das Synonym für Gefangene. ...freiwillig seinen Zauberstab schwingen würde, nur um den Zweifelnden zu beweisen, dass sie sich der Hexerei schuldig gemacht haben. Wir müssen sie irgendwie gefügig machen. Mit Drogen ruhig stellen oder sie erpressen, damit sie ein kleines Kunststückchen vorführen. Dann würde man mir wieder glauben und ich hätte großen Zulauf. Schwärmte Hopkins. Robert, meinst du, dass die Steuerprüfung nur wegen des Vereins stattfindet und dass die Regierung davon weiß? Fragte Alejandro zaghaft. Hopkins schien einen Moment Gedanken verloren, während er an seinem Scotch schnippte. Er blickte Alejandro an, bevor er sagte: Dass man Arnold ganz unverhofft wegen Drogenbesitz festgenommen hat, ist sehr auffällig. Alex hat neulich geäußert, dass er befürchten würde, der Minister der Zauberwelt würde mit unserem zusammenarbeiten. Sollte das wahr sein, dann weiß ich, wem ich bei der nächsten Wahl nicht meine Stimme geben werde. Wie kommen wir denn dazu, mit denen zu kooperieren? Was unser Minister da macht, wäre Verrat an der Menschheit. Wenn die Zaubererwelt so genau über uns Bescheid wüsste, dann hätten sie längst etwas unternommen, meinst du nicht? Warf Alejandro ein. Vielleicht dürfen sie nicht. Oder wir sind denen nicht gefährlich genug. Die sollen ruhig kommen, mein Freund. Ich habe keine Angst vor denen. Behauptete Hopkins. Die müssen von uns wissen. Das Haus vom Zaubereiminister steht seit mehreren Wochen leer. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie Angst haben. Oder denkst du, das ist nur Zufall? Fragte Alejandro mit hochgezogener Augenbraue. Zufall? Wiederholte Hopkins ungläubig. Ich glaube nicht an Zufälle. Was für ein merkwürdiger Zufall soll das sein, dass gerade du Wärter in dem Gefängnis bist, in welchem nicht nur dein eigener Sohn, sondern auch Tyler und Arnold untergebracht sind. Nein, es gibt keine Zufälle.
Es ist ein Zeichen, Alejandro. Ein Wink des Schicksals. Ich habe den Job nur damals bekommen, weil ich in diesem Land mit falschem Ausweis unterwegs bin. Niemand macht sich die Mühe, meine Referenzen zu überprüfen. Und gerade damit will das Schicksal uns etwas sagen, philosophierte Hopkins. Weil Alejandro nicht zu verstehen schien, erklärte er: Es wäre ein leichtes für dich, eine Flucht vorzubereiten. Hole unsere Männer da raus und dann werden wir den Magiern mal zeigen, zu was wir wirklich fähig sind. Du wirst lachen, aber ich habe mir bereits Gedanken darüber gemacht, wie ich die drei ohne große Umstände befreien könnte. Und ich hätte auch schon einen Plan, erklärte Alejandro lächelnd. Nickend hieß Hopkins diese Aussage gut, bevor er fies grinsend offenbarte. Dann hole sie raus. Wir werden uns danach alle zurückziehen, um etwas Großes vorzubereiten. Und dann schlagen wir zu. Wir werden ein für alle Mal ein Exempel statuieren und ihnen zeigen, was wir von ihnen halten. Ein Exempel? Fragte Alejandro verdutzt nach. Ja, ein Exempel. Wir werden den Zauberern zeigen, mit wem sie es zu tun haben und dass sie uns keine Angst einjagen. Wir benötigen jemand Bekannten. Hopkins schien angestrengt nachzudenken, bevor er hinzufügte. Ich denke, in der Festung sind wir gegen Angriffe gefeit. Wir werden uns nicht mehr verstecken und voll in die Offensive gehen. Wie schon einige Male in der Vergangenheit kam es Alejandro auch diesmal so vor, als hätte Hopkins momentan den Bezug zur Realität verloren. Es war eine Sache, im Geheimen gegen Zauberer und Hexen vorzugehen und sie vereinzelt zur Strecke zu bringen. Doch sich dem Feind zu offenbaren, war Alejandros Meinung nach ein großer Fehler. Sie wussten ja nicht einmal, wie viele es von denen gab. Ich halte das für keine gute Idee. Wenn die sich zusammentun sollten, dann hat unser letztes Stündlein geschlagen, Robert. Das können wir so nicht riskieren, egal wie viele es von denen gibt. Es sind mit Sicherheit viel mehr als wir. Die legen die Festung in Schutt und Asche, warf Alejandro besorgt ein. Die werden uns nicht angreifen, wenn wir jemanden aus ihrer Reihe in unserer Gewalt haben. Jemand Bekanntes muss es sein, dem sie kein Leid zufügen wollen. Wir benötigen ein Druckmittel, das ihnen die Hände fesseln wird, suggerierte Hopkins. Überlegen lächelnd befahl er. Schick die Späher aus. Ich will wissen, wo diese Schule liegt. Die Späher sind schon unterwegs. An einer bestimmten Stelle haben sie immer wieder das Gefühl, umkehren zu müssen. Alex meint, das wäre in der Nähe von Hogwarts. Und es wären die Schusszauber, die die Späher daran hindern, näher heranzugehen, erklärte Alejandro. Sie sollen es weiter versuchen, verdammt! Es muss doch irgendwie möglich sein, gegen diese Zauber anzugehen. Ich will zu dieser Schule! Aber warum? Wollte Alejandro wissen. Ich sagte doch, dass wir eine bekannte Persönlichkeit benötigen. Es stand ja ganz groß im Tagespropheten, dass dieser Potter dort Lehrer ist, antwortete Hopkins belustigt. Spätestens jetzt war Alejandro klar, dass Hopkins die Gefahr nicht sehen konnte, weil er rational nicht mehr zugänglich zu sein schien. Die wenigen Menschen, die sich ihm angeschlossen hatten und geblieben waren, hatten in ihrem Leben allesamt schlechte Erfahrungen mit Zauberern und Hexen gemacht, wie auch Alejandro selbst. Hopkins hingegen war anfänglich nur ein Sektenführer gewesen, der Überzeugung war, die Welt von imaginären Magiern retten zu müssen, obwohl er nicht einmal von deren Existenz gewusst hatte. Es war ein reiner Zufall, dass Alejandro auf ihn getroffen war und dass kurz darauf die Brüder Alex und Arnold auf die Sekte aufmerksam geworden waren. Die Erfahrungsberichte von Betroffenen, die tatsächlich mit der magischen Welt in Berührung gekommen waren
Und die Schilderungen der beiden verstoßenen Squibs hatten dafür gesorgt, dass Hopkins Größenwahn nur noch geschürt worden war. Die restlichen Anhänger, die der Zauberwelt Schaden zufügen wollten, hießen Hopkins Vorgehensweise trotzdem gut. Auch wenn der keinen persönlichen Grund hatte, Rache auszuüben. Hopkins war noch nie ein Opfer von Zauberern gewesen, die aus Spaß Menschen gequält hatten. Er hatte keine Menschen durch einen Zauberspruch verloren und er ist auch niemals auf andere Art und Weise von einer Hexe gedemütigt worden, wie seine Anhänger. Vorsichtig erklärte Alejandro seine Bedenken. Potter ist der mächtigste von denen, wenn man der Zeitung Glauben schenken darf. Pah! Machte Hopkins. Wenn der so mächtig ist, warum ist er dann Lehrer? Ich denke, seine Person wurde vor den Medien einfach nur aufgebauscht. Die Späher sollen die Gegend weiträumig erkunden, Alejandro. Irgendwann muss Potter auch mal die Schule verlassen. Gegen einen überraschenden Überfall und ein mit Chloroform gedrängtes Taschentuch vor der Nase wird auch er nichts unternehmen können. Das kann nicht dein Ernst sein, sagte Alejandro, der es mittlerweile mit der Angst zu tun bekam. Mein voller Ernst, bestätigte Hopkins. Nun geh schon und richte den Speeren die neue Aufgabe aus. Bevor Alejandro mit einem mulmigen Gefühl das Zimmer verlassen konnte, fügte Hopkins noch amüsiert hinzu. Ach ja, und sagt den anderen, dass sie schon einmal etwas Reisig zusammentragen sollen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.